Okay, meine Freunde, weiter geht's. No Man's Sky Origins Update. Wir haben letztes Mal ja in einem kleinen Guide-Tutorial beschrieben, wie man... Schildkröte. Ist ja geil. So cool. Alter. Sorry, ablenken lassen. Wir haben beschrieben, wie man in verlassene Systeme findet am besten. Und wie man da die verlassenen Archive findet, die Colossal Archive Buildings. Wir sind jetzt hier bei einem angelangt, am Ende vom letzten Part. Und jetzt geht es mal darum, jetzt schauen wir mal in das Teil rein. Landen würden wir, tun wir hier. Schauen wir mal an, was das Ding bringt. Ob da auch was drin ist, mit dem ich was machen kann. So, schauen wir mal. Also wir gehen drauf, runter, runter, rein. Fangen wir denn da an? Boah. Das Teil ist ja richtig groß. Gehen wir mal da rein. Lokales Handelszentrum. Artefaktaustausch. Status des archäologischen Fachs gesichert. Verwalter des Himmels, dass wir suchen nach Artefakten von kultureller und biologischer Bedeutung. Archäologen werden für sämtliche Beiträge entschädigt. Übermittelt dem Fach ein neues Artefakt, um es gegen ein archiviertes Artefakt von gleichwertiger oder größerer Seltenheit zu tauschen. Ja. Habe ich nicht. Weiß jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht, was die jetzt genau meinen mit den Artefakten, aber gut. Das ist nicht so finster. Also. Okay, also hier gibt es mal Artefakttausch. Da müssen wir mal schauen, wo wir Artefakte herkriegen. Eieiei, es geht schon wieder los. Es ist so dermaßen scheiß heiß auf dem Planeten da. Da können wir nur durchrennen. Da kommen wir eh oben rüber. Gehen wir mal nach oben. Aber hier ist ja, glaube ich, auch nichts mehr. Ja, ich habe ein Archiv gefunden auf dem Planeten, der total einladend und leibend ist. Darüber kann ich nur über andere Wege. So, was haben wir hier? Monitor. Ist wieder ein lokales Handelszentrum. Ah. Da rein? Ich kann da nicht reingehen. Ich kann da aber auch nichts. Kann ich da rein? Oh ja, gell? Nein, ich kann. Ei. Oh oh. Okay. Guter Tipp, Leute. Lasst das. Das wirkt nämlich gerade so, wie wenn ich da durchklitschen würde und dahinter feststecken. Was haben wir hier? Raumschiff rufen. Keine Navigationsdaten, war klar. So, was haben wir hier noch? Davon steht mal ein Extrafahrzeug, das ist wurscht. So, also, was gibt's hier noch? Wisst ihr, kaum gehe ich ein Stückchen weiter raus, kommt der Sturm. Und wenn ich da drin rumrenne, geht er weg, anscheinend. Und das ist da oben. Scheint nur sowas wie eine Werbetafel. Ah, ist nicht woanders, das ist woanders so. Ja, schon tut das Meister ja cool, aber kann ich damit irgendwas mehr auch machen? Finden wir raus, finden wir raus! Finden wir raus. Außerdem hat das Ding ja gerade aus dem Handelszentrum geschrien. Warte mal, ich gehe mal einen Schritt weg. Bevor ich da raufgekommen bin, hat er da irgendwo losgeschrien. Ah, hier. Gehen wir davor aus, das ist das gleiche. Mhm. Schaut gleich aus, macht das gleiche. Okay, müssen wir schauen, wo wir die Artefakte zum Tauschen herkriegen. Das werden wir auch noch rausfinden. So, was haben wir hier noch? Da passiert nichts auf dem Teil da.
Zeigt mir das Ding da zufällig irgendwas Sinnvolles? Das müsste ich jetzt mal kurz analysieren. Warte mal. Wo bin da ich? Weiß man nicht. Ich vermute mal das große da. Oder hier. Wenn ich da bin, müsste ich vielleicht darüber so sind. Das vielleicht Artefaktdaten. Steht da irgendwas, was das Ding kann? Lokaler Informationsspeicher. Willkommen, Besucherfreund. Zu diesem Informationsspeicher Planet Nedilmund. Lokale Städten ist eine Erkundung. Ja. Karte ausdrucken. Dann geben wir mal die Karte. Analysiere Topografie, reguliere Koordinaten, drucke. Abgeschlossen. Und wo ist dann Drucker? Ist das jetzt eine spezielle Planetenkarte oder ist das jetzt einfach nur eine Planetenkarte? Jetzt habe ich nicht geschaut, welche ich gekriegt habe. Ich Arsch! Ah, hier. Ah, Planetenkarte aus dem Informationsspeicher. Da drückt man jetzt noch nicht drauf. Schau mal, kann man das eigentlich nochmal machen? Nein. Start Ruin Hint Message. Okay. Ein Handelsterminal. Das ist also ein Beispiel mal schon gar nicht schlecht. Aber ich habe leider nichts wirklich, was ich jetzt verhandeln könnte. Ich meine, ich habe irrsinnig viel Klumpert mit, ja. Das weiß ich eh. Ja, es. Ja. Jetzt haben wir da noch Raumschiff. Frachter im. Oh, ich kann direkt ins Frachter mit da verkaufen. Das ist ja was Neues. Das habe ich noch nie versucht. Ist ja cool. Da könnte ich alles mögliche jetzt los. Das machen wir nachher. Wir haben ein bisschen Platz haben wir ja noch. So. Ich habe ein Handelsterminal. Hier ist wieder was, wo wir sitzen sollten und keiner hockt. So. Leck mich. Da wird es gerade wieder heiß. Wir sind bei 250 Grad Celsius. Riecht da herin irgendwie. Aha. Besser. Ach du Kacke. Macht er auch was oder tut er nur so, als ob? Ha, er macht auch. Gib mir das. Was bist du? Himmelsarchiv. Es wartet auf einen Sprachbefehl. Ja, weiß nicht. Hier nehmen wir mal den Gag. Oh Mann, Händler. Der mag mich nicht. Gewährt! Ach, ich finde Schlüssel. Der Eintrag hat keinen Titel, das Archiv klassifiziert ihn als Fragment einer Untersuchung im Zusammenhang mit der Handelsföderation, bevor jeglicher Kontakt verloren ging. Ich lese einen kleinen Teil davon. Bin den roten Roben in den Tunnel gefolgt. Für eine Weile kommen in der Audio der keine gesprochenen Worte vor. Man hört lediglich Geräusche von unterhalb der Planetenoberfläche. Seltsame Kratzgeräusche erklingen in der Dunkelheit. Eine vertraute Stimme stößt Schmerzensschreie aus. Kultisten sind haben Reisenden gefangen, versteckten Geist gefordert, alles abgestritten. Letzte Übertragung ist klar und unverzerrt, ich höre die Worte. Ihr schickt einen Gag nach dem anderen, ihr haltet uns für Kriminelle geboren in einer brutalen Zeit, doch die Roben der Letztgebrüteten sind nicht aus Blut gemacht, sie bestehen aus Seelen. Sie erinnern uns daran, wer wir einst waren, wer wir wieder sein könnten. Ich finde das cool, dass da doch einiges an Lore auch einbaut ist. So, was machen wir hier? Wo werde ich da herkommen? Aussichtsplattform, gut.
mit der ich... Ah, da wird's warm. Da geht's woanders hin weiter. Schauen wir mal. Ah, ich habe mich verlaufen. Warte mal kurz. So. Wo ist denn jetzt der? Okay. Da bin ich hergekommen. Da war ich. Da auch. Da ist aber nichts, so wie es ausschaut. Was soll das heißen? Kann mit dem was tun da? Tja, man fragt sich, was das alles hier soll eigentlich, wenn das jetzt schon alles... Ich meine, es will jetzt nicht alles für ihn sein, aber es schaut jetzt mal schon ziemlich so verpissig-mäßig wieder aus. Das ist ja auch so blöd, weil der Sturm da draußen so extrem ist. Kann ich da rauf? Eher nicht. Gut, dann würde ich jetzt mal behaupten, wir müssen die Karte, was wir gekriegt haben, was ausgraben. Jetzt haben wir noch einen kleinen Weg darüber. Schauen wir mal, wo der hinführt. Ja, überhitzt die Atmosphäre für meinen Jetpack gut, aber es ist warm, ganz leicht. Ich muss mal kurz die Batterien herstellen, weil ich glaube fast, ich brauche die jetzt dann. So. Jetzt halten wir da mal ein bisschen mehr durch. Bekanntes Gebäude. Sturmkristall. Das kann ja, das, nee, das kann jetzt so ein fettes Gebäude sein und dann war's das jetzt, das bisschen da. Ich sehe da unten nicht gescheit hin. Dann komme ich von der anderen Seite daher. Schauen. Komm ich da rein? Ja, komm ich. Es kann natürlich auch sein, dass das Ding irgendwie anfängt, was zu machen. Sobald ich dem die Fragmente bringe. Das heißt, wir sollten uns mal die Planetenkarte vielleicht anschauen. Ja, weil da unten ist nicht mehr. Scheiße mit Erdbeeren. Was ist denn das da? Na, also so betrachtet komme ich da jetzt gerade wirklich nicht weiter. Ich war da oben, gehe da rein, dann stehe ich an. Okay. Mal Planetenkarte, Route planen. Zerstörte antike Städte entdeckt. Das Coole ist, es ist ja nicht mal weit weg. Das andere Coole ist, dass wir einen Roamer haben. Los! Könnte natürlich auch hinfliegen, aber... Ich finde es eigentlich cool, dass ich da auch so einen Exo-Laser habe. Man kann doch nicht recht weit... Irgendwie meint der recht wenig, weil 3 Pyrite ist jetzt wirklich nicht Welt. Das ist Ferrit. Ziel erreicht. Und jetzt? Ja, lass mich mal raten. Wir graben. Ja, wir graben. Na gut, dann gehen wir graben. Warum nicht? Ich muss mal schauen, habe ich eigentlich eine Quest angemeldet, weil man die ganze Zeit da irgendwas sagt. Ah, da gibt es eh nicht keine Quest eigentlich wirklich. Das muss ich dann mal fertig machen.
Okay. Habe ich noch irgendwas, was ich da eigentlich nicht erforscht habe? Ich muss es nicht mal gleich mitmachen, weil mir fehlen ja noch ein paar von den Teilen. Vor allem Tiere sind relativ schwer, alle zu kriegen, oder? Ich glaube, sind ja gerade keine Tiere, oder? Nö. Gut, gehen wir graben. Was haben wir denn da? Terrain-Manipulator. So, wo ist was? Ach du Scheiße. Ja, leck mich, ist das geil. Wirklich. Dune lässt grüßen. Bist du wahnsinnig, ey. Ich muss da mal ein Stück weg. Wo ist denn das erste da? Eingrabene Teil. Das ist was anderes. Das erste eingrabene Teil wäre dann eigentlich... Gravitonball ist mir egal. Wieso ist ja unterirdisch? Achso, der liegt da wieder irgendwo rum auf dem Teil. Der unter dem? Oh Gott, den will ich eh nicht haben, weil wenn ich den mitnehme, kommen wieder Gegner. Jetzt ist er wieder weiter weg. Ach du Scheiße. Okay, warte. Wir machen das nochmal. In besser. Kann sein, dass ich das cut, bin immer nicht sicher. Wenn das Graben länger dauert, dann cut man das mal. Große Artefaktkiste. Klein Artefaktfragment. So. Tunnelfräse! Toll, es steht da, Ziel erreicht. Und jetzt? Ist es irgendwo... Hier! Uralter Schlüssel. Ja, das war wieder. Ich weiß schon wieder, das muss ich ja für die. Ich brauche da jetzt einmal ein bisschen Platz. Das bringt so nichts. So. Uralter Schlüssel. Wo ist denn der jetzt? Ist der nicht im Inventar? Oh ja, hier. So, nehmen wir den und legen wir mal am Rand. Ich muss da mal das ein bisschen sortieren, dass ich mich auskenne. Das zum Beispiel braucht ja auch kein Mensch. Das eine hilft mir sowieso nicht welten. So, bleiben wir so. Okay, nächstes. Dafür geht das schneller. Ja Gott. Ich glaube ja gar nicht, dass man da überhaupt alle braucht. Ich grabe jetzt mal die Kiste aus, weil ich glaube fast, dass das eigentlich reicht, wenn... Ah, wenn man ein paar Schlüssel hat. Haben eh drei gereicht. Was mache ich denn da so lang? Unbedachte Anthologie. Jetzt wäre halt die Frage, ist das jetzt so ein Artefaktteil? Na gut, schauen wir weiter. Gibt es da noch was, so eine große Kiste? Ah, da brennt alles. Was nebenbei cool ausschaut. Das geht. Also, geht nicht. Gravitonball ist mein Rätsel. Da ist noch ein Artefaktfragment. Ja, ich denke mal, das war's eigentlich eh. Da kommen wir nicht durch, ne? Ah, mein Raum von vorher. Okay.
Ist ja nur die Frage, wenn ich mir da jetzt schon ein paar Schlüssel noch besorge, ob die dann für das, wenn ich noch, falls ich nochmal so eine Mission habe, dann da auch funktionieren, weil dann könnte ich theoretisch jetzt hier geschwind. Noch ein Schlüssel. Das ist das, wo ich nicht rankomme. Irgendwann auf einem Planeten, wo weniger Lava-Zeug ist, grabe ich mal so eine komplette Stätte aus. Nur weil ich sehen will, wie die aussieht. Das wäre nämlich absolut cool. Und hat mir eigentlich bis jetzt auch noch keiner gemacht, glaube ich. Da war ich doch schon. Man das immer wieder bei dem? Ich habe ja gerade so ein Déjà-vu, wie wenn das anscheinend jetzt immer wieder kommen ausgrabbar wäre. Frachtabwurf. Okay. Nächstes Mal. Schauen wir mal, ob das ein Fragment ist. Wenn nicht, dann hat sich das mit dem Part jetzt immer so weit erledigt, weil dann wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich da noch viel mache. Aber ich denke mal, da kommt noch was. Das ist auch schon wie so Eier von diesen komischen Viecher da. Los, 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 los! Badadadada. Gold wert, dass ich diesen komischen Computer da abgestellt habe. Wirklich, Gold wert. Kann man nur empfehlen. Weil dadurch sieht man das vom Weltraum aus sogar, das Zeug von... Das würde ja auch in der Rom erreichen, aber wenn es einmal wegportest, dann stehst du ja bestimmt mal blöd da. So. Mach was. Okay. Jetzt stehe ich ein bisschen blöd da. Was mache ich dann mit dem Teil, das ich da jetzt gefunden habe? Und ich habe gerade so eine andere Idee. Hat man nicht einmal mit dem Scanner diese vergrabenen Module da? Waren da nicht mal irgendwo Artefakte dabei, gelbe? Okay, was macht das Ding jetzt? Ernsthaft? Nichts mehr? Das war's? Ja, wolltest du mich doch verarschen, oder? Okay, kleiner Nachtrag. Ich habe in meinem Fracht danach gesehen, ich habe so ein Teil gehabt mit mir rumgeschleppt, ein hoher Wert, vom Handelshoher Wert. Das ist ein Artefakt. Habe ich mal ausgraben bei den Missionen. Man kann bei den Missionen oder auch einfach so irgendwo beim Ausgraben Artefakte finden oder bei den Expeditionen vom Nexus etc. oder als Belohnung von Crest Rewards. Von daher, da kriegt man es her. Ich habe so ein Ding noch. Jetzt hauen wir das mal da rein. Schauen, was man dafür kriegt. Das Ding ist jetzt da. Jetzt habe ich wieder nicht nachgeschaut. Mist. Moment mal kurz. Zählt als ausgegrabener Schatz nebenbei. Das Ding ist 494.000 Units wert. Theoretisch kann man das gegen gleichwertige oder höhere Sachen tauschen. Die Frage ist, ob das irgendwas bringt, außer für Kohle. Schau mal. Archäologen werden für sämtliche Beiträge entschädigt, übermitteln neues Artefakt. Wollen wir ihm das geben? Ja. Jetzt habe ich ein selteneres gekriegt, was 800 Jahre alt ist. Das ist 500.000 wert. Ja, jetzt ist so mehr Kohle kriege ich daraus. So, jetzt ist die Frage, kann ich das jetzt nochmal hingeben? Geht das? Hm.
Sprich das gleiche wieder. Die Frage ist, war das Zufall oder? Testen wir das. Ja, dürfte immer das gleiche bleiben. Also ihr könnt hier Artefakte tauschen gegen welche mit höheren Wert. Game Changer oder nicht, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Für mich ist das eigentlich, weil das ist das Problem, weil Kohle in dem Spiel nicht wirklich nützlich ist, wie man hier sieht. Man kriegt ja eh tonnenweise, ich muss mal schauen, ob das noch funktioniert in einem neuen Update. Aber sonst kriegt man über Chlor ja eh tonnenweise, ja, das geht noch 600 irgendwas, wenn ich es jetzt noch herstellen auch kann, passt. Tonnenweise Kohle. Jetzt ist halt die Frage, was genau ich mit dem ganzen Zeug hier anstellen soll, mit der ganzen Kohle. Ja, okay, ich schaue, ob ich noch sowas habe. Ich habe noch sowas. Schnellübertragung, Anzug. Ich werde mir das noch ein bisschen mal durchschauen. Vielleicht finde ich noch ein paar hübsche Sachen raus, die wichtig sind, aber ich denke mal, oh boah, 2000, boah, das nehmen wir auch. Vielleicht fallen mir wirklich noch ein paar tolle Sachen irgendwie damit an. Hier, so eine Tafel habe ich schon gehabt, cool. Das ist mir gar nicht mehr in Erinnerung gewesen, dass ich so einen Teil gehabt habe. Da habe ich noch so einen Teil. Ich habe da echt schon einige ausgegraben von den Dingen. Das ist auch ein Artefakt, soweit ich weiß. 400 Jahre. Angeblich gehen nur die Sachen, was über 500 Jahre alt sind. Das können wir aber noch mal geschwind. Das kann man jetzt ja geschwind mal rausfinden noch. Ich schneide dafür vorher was weg von den Parts, damit es nicht so lang wird. Hallo, weiter. E. Aha, ist leer. Schauen wir mal, was wir da noch hinkriegen. Gehen wir mal zu dem oberen da jetzt. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, das Spiel nimmt sich, glaube ich, mit der Ökonomie und mit dem Handel eh nicht wirklich so ernst, weil irgendwie es ist ständig irgendwie möglich, irgendwelche Sachen zu duplizieren oder so. Also es dürfte es gar nicht mal so ernst sich selbst nehmen, dass es wirklich so alles irgendwie geordnet dahin geht. Ausgegrabenen Schatz übermitteln. Welchen können wir das jetzt aussuchen? Ah. Und mal weg, so. Ich werde jetzt mal die, was ich schon tauscht habe, das war der. Mist. Das war das. Schmeiß ich jetzt mal einfach in mein Raubschiff. Das schaut gut aus. So. Dann werden wir die da mal eliminieren, dass ich dann noch Platz reinkriege. Chlor ist theoretisch auch zu Tonnen verfügbar. Goldklumpen. Mach. Jetzt habe ich drei Plätze frei. Das schmeiß mal weg. So. Jetzt können wir nacheinander schauen. Ich bin so ein Koffer, wirklich, wie sich. Ich schaue nie nach. Wo haben wir denn das? Wo habe ich denn das hingegeben? Hier. Zusammenstellung aus verloren geglaubten Waffen. 130.000. Und ich bekomme empfindliche Nährrolle. Ja, das hat sich schon, das hat sich jetzt rentiert. Also das hat sich wirklich rentiert. Da kannst du das grindigen Sachen eigentlich Millionen an Kohle scheffeln. Aber ich glaube doch immer, dass es mein Handeln mit dem Kloren so besser läuft. Also. Was bist du gewesen? Die bleiben gleich, also man kann das nur einmal machen, wäre auch wieder so ein Mörder-Glitch dann gewesen. Glitch, Mörder-Ding gewesen. Gut, ich gebe die alle noch ab. Und bedanke mich jetzt schon mal fürs Zusehen. Erneut. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ich schalte jetzt beim nächsten Mal wieder ein. Bei No Man's Sky und diversen anderen Spielen, die noch folgen. Ich glaube, der zeigt mir auch das vom Frachtschiff gerade an, so wie ich sehe. Oder täusche ich mich da gerade?
Na, ich kann ihm nur Nummer 1 übermitteln. Und wieder so eine. So, das tun wir jetzt auch weg. Warum ist die Firma da? Habe ich jetzt noch was? Also ein paar Millionen ist das jetzt schon wert alles, also. Das ist nicht immer das gleiche, oder? Ne, ich habe das jetzt schon zigmal. Was übermittle ich da die ganze Zeit? Also ich habe da die Fakte mit und weiß davon nicht mal was. Ah, die habe ich noch mitgehabt. Wo sind die? Da. Auch ins Raumschiff, so. Der Planet ist sehr stürmisch, muss man dazu sagen. Gibt's ja nicht. Ich habe das schon alles ins Raumschiff gegeben. Also ich überreiß das gerade nicht. Habe ich dann noch wo eine oder wie? Wo kommt das jetzt her gerade? Im Raumschiff ist ja schon alles voll. Noch wo eine? Wieso kann ich die Knochen nicht nehmen? Die sind komplett für den Arsch, ne? Schauen wir mal, was er jetzt von sich gibt. Okay, jetzt ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bug sein soll oder was das jetzt genau macht, aber ich mache das jetzt trotzdem nicht die ganze Zeit. Raumschiff sind. Irgendwas hat's da gerade. Irgendwas geht da gerade nicht so, wie ich das gerne würde. Also werden wir das jetzt lassen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst jetzt, was das Zeug gut ist. Jetzt könnt ihr brav Artefakte farmen und umtauschen für mehr Kohle. Ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass es nützlicher ist, als einfach nur Units zu bekommen. Dabei schaut es nicht so aus, wenn ihr doch wisst, dass das irgendwie nützlich ist, schreibt es in die Kommentare, damit ich es probieren kann. Aber dabei schaut das wirklich so aus, wenn das eigentlich nur ein Artefakt-Tauschterminal ist, ein riesengroßes. Also, gut. Okay, dann danke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wieder einschalten wäre super. Abo, Like, Glocke nicht vergessen. Macht es gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.